Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order. Heute gehen wir zurück zum Waldweg und versuchen mal durch den Tunnel zu gelangen. Aber ich glaube, da waren die Piraten, oder? Waren da nicht die Piraten? Was war da hinten nochmal? Irgendwas war da, wo wir nicht weiterkamen. Ich weiß aber nicht was. Ja, lassen wir uns einfach überraschen. Ich versuche mal jetzt mitten durch die zwei durchzulaufen. Drück mir die Daumen. Yeah. Okay, habe ich nicht gekriegt. Egal. Sie werden sterben. Das wissen sie auch. Habt ihr gut gemacht. Ups. Zu spät. Jawohl. Ah. Warte, nicht drücken. Ach du Scheiße. Das tut immer noch weh. Zwar nicht mehr so doll wie vorher. Aber egal. Tja. Was so eine Entwicklung ausmachen kann, ne? Ah, zwei Ginseng. Cool. Nochmal besser fürs Training für den nächsten Digimon. Finde ich gut. Ne? Habt ihr richtig gut gemacht. Carina, du bist nicht verletzt. Ich bin sehr stolz auf dich. So. Bindung. Blabla. Du hast die Digitationsinfo von Belfemon SM erhalten. Okay. Was für ein Ding? Oh Gott, nicht dieser komische, scheiß, kleine, dunkle... Ach Gott, nein. Das ist so ein fetter Klops. Soweit ich mich erinnern kann, ist das einfach nur ein fetter Klops. Naja. Gut, unnötig zu erwähnen, dass wir das brauchen. Na? Wenn du durch die Höhlen bist, kommst du zum Kap Mod. Das Mod-Schiff ist ein Piratenschiff. Die Crew ist schon lange fort, aber ja, okay, ich erinnere mich. Okay, wir gehen da trotzdem mal hin. Wir werden gegen diesen Digimon nicht kämpfen. Müssen wir auch nicht. Also nicht diese hier, sondern Agumon und Gabumon. Die sind mir hier scheißegal, die verrecken so schnell. Ups. Komm, die sind gerade zu dritt auf einen Haufen. Jawoll. Jawoll. Oh, den Wemon, den hätte ich sehr gerne. Auch wenn er gerade einfach umgefallen ist. Ja, cool, die Toiletten sind hier nicht mal in der Nähe. Vielleicht haben wir beim Piratenschiff Glück. Oh. Willst du mein neuer Trainer werden? Ein menschlicher Zähmer? Wie? Sammelst du Zutaten? Jedes Digimon hat eine Lieblingszutat. Hast du mehr davon, kannst du mehr Digimon-Freunde zufriedenstellen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich habe mit dem Training zu tun. Ah, ja. Ja, gut. Jeder, du hast Bock, mich zu trainieren. Gut. Ich glaube, haben wir das letzte Mal Agumon und Gabumon angesprochen oder haben sie uns angesprochen? Ah, Toiletten. Nice. Level 20 sind die Penner. Lassen wir mal noch stehen. Auf welchem Level seid ihr? Nächstes, okay. Oh, da hinten steht Peldramon. Das heißt, wir müssen... Ja, wir müssen Richtung Wüste. Es gibt eigentlich keine andere Alternative, als zur Wüste zu gehen, ne? Ich habe... Ne, ich bin Stingmon. Ich habe dir im Moment nichts zu sagen, ja. Ich auch. Hast du dich, Stingmon? Na gut, wir können gerne noch mal bei Peldramon vorbeischauen, falls wir dahin kommen. Aber das haben wir schon mal gemacht, ne? Ich glaube, wir haben schon mal mit ihm so gesprochen. Du hast meine Hilfe noch nicht verdient, ja. Ob ich das schaffen kann? Wir gucken mal, wie viel Schaden die machen. Okay. Tschüss. Okay. Komm, gehen wir weg. Okay, wir müssen Richtung Wüste gehen. Richtung Wüste ist der einzige Ort, wo wir hingehen können. Ja, mittlerweile kenne ich mich ein bisschen besser mit der Karte aus.
und weiß, wo es lang geht. Ich möchte gerne mal in den Shop schauen. Was? Nein. Ich wollte kein... Oh, ich habe sowieso 8 Stück. Natürlich. Komm. Brauch gerade mal 2. So, Heilungsregdisk, mittlere Heilungsdisk, ja. Die Lachapfel können wir eigentlich mal weglegen. So, das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen erstmal nur das Fleisch bei uns, ne? Verbessert den Trainingseffekt für MP und Stärke. Jetzt haben wir wenigstens Platz. So, abholen. Was haben wir denn hier so Schönes drin im Lager? So. Oder, ach, hier muss ich reingucken wahrscheinlich, ne? Wenn ich, es geht wahrscheinlich nur, ja. Nee. Was ist mit dem Material? Wo finde ich das? Ach, ist mir ja auch egal. Das ist mir jetzt zu blöd, ich finde das Material nicht. Wer bist du denn, Alter? Ichimon. Ichi! Kennst du dich mit alten Karten aus? Die tauchen manchmal auf, wenn du Materialien einsammelst. Deine Partner tragen die erhaltenen Karten am Körper und sie werden automatisch im Lager der Stadt abgelegt. Ich frage mich, was sie sind. Sie sind so alt. Wofür sollen sie schon gut sein? Schätze? Diese Stadt ist so sicher, dass mich manchmal die Reiselust überfällt, verstehst du? Ich will dir erzählen, was mir Gigimon über die Zema beigebracht hat. Digimon Zema Wissen, Zema Stufe, Zema IP, Zema Fähigkeiten, ja, nö. Kannst du für dich behalten. Lup! Das könnte ich sein. Ein Mensch, es ist ein Mensch. Ja, ihr seid sehr intelligent. Ich freue mich für euch. Du kannst mich alles über Abenteuer fragen. Aus Abenteuern lernen, durch das Feld spazieren, Nahrungsmaterialien sammeln, Materialien benutzen. Nun will ich dir erzählen, was du mit den Materialien anstellen kannst, die du eingesammelt hast. Materialien werden zum Verbessern von Stadtgebäuden verwendet. Daher brauchst du auch einen Architekten. Du musst ein Digimon suchen, das dir einen Architekten organisiert. Sonst ist alles Material nutzlos. Ah, okay, das ist gut. Camping. Wenn du eines dieser Zeltdinger hast, kannst du da draußen auch campen. Wenn ein Digimon das Zelt herstellen kann, in die Stadt kommt, musst du es mir mehr übers Campen erzählen. Okay. Mehr will ich gar nicht wissen. Gut. Dann wissen wir ja Bescheid, was mit dem Material zu tun ist später. Und darum würde ich sagen, gehen wir mal in die Wüste. Aber sonst nichts Besseres zu tun. Wir können nicht nirgendwo hin sonst, ne? Piratenschiff ist zu stark. Wir waren ja schon in der Wüste in eine Richtung gegangen und da war der Logikvulkan. Wir haben auch eine Quest für den Logikvulkan, ne? Gehe zum Drachendreizack. Dem Logikvulkan. Also, wie soll ich das da erreichen? Ihr habt gesehen, was für Digimon da rumschwirren. Ja, wir schauen jetzt nochmal die anderen Gegenden an, die es in der Wüste gibt. Und ja, komm. Von daher. Wir haben ja sonst nichts zu verlieren. Unsere Digimon sind ja schon sehr alt. Ich glaube, sie werden 16. Ich glaube, sie müssten 16 werden. Es wäre aber cool, wenn wir irgendwie bis dahin noch irgendwie, weiß nicht, eine Attacke lernen würden. Das würde mich freuen. Wir gucken mal auf die Karte. Zum Serverfriedhof, zu den nahen Ebenen, zur Heiligen Halle. Wie sind wir zum Vulkan gekommen? Ach, wir sind zur Heiligen Halle gegangen, ne? Wir gehen mal zum Serverfriedhof. Ich denke, das ist eine gute Idee. Das war doch der Weg, oder? Ne, das war der Weg. Einfach mitten durch! Ah. Ja, komm, haut ihn um. Du bist es doch gar nicht wert, Bro. Heilungsdisk. Karina ist verletzt. Nein. Yeah, good. So, habt ihr gut gemacht, Mädels.
So, was haben wir denn hier? Wargreymon Geschwindigkeit, Dark Dramon Stärke. Alles gut. Ist er mir gerade entgegengelaufen? Fand ich jetzt nicht so nett. So. Hallo Gottumon. Hier müsste der Friedhof sein, ne? Serverwüste, Serverfriedhof. Okay. Bunte Luftballons, das nenne ich einen Friedhof. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um, ne? Was sollen die Luftballons? Ach, Serverfriedhof, weil hier so viele Server rumstehen. Ah, das ergibt plötzlich Sinn. Was ist das? Und da ist ein gelbes Nomemon. Und ein Tokomon. Ich glaube, so hieß der, oder? Tokomon? Oder so ähnlich? Togemon! Wemon, wo bist du hin? Wemon hat einen neuen Move gelernt, aber er ist noch nicht ganz ausgereift. Irgendwas fehlt. Weißt du, ich will, dass Wemon stärker wird, also habe ich gesagt, dass diesem Move irgendwas fehlt. Und dann ist dieses Mon wütend geworden und davongestürmt. Ich war wohl zu direkt. Wemon ist stärker geworden, aber immer noch ein Kind. Ich mache mir Sorgen. Soll ich nach Wemon suchen? Wir haben ihn doch gesehen. Wirklich? Also kann ich auf dich zählen? Bitte, alles hängt an dir. Du musst Wemon zurückholen. Hey, was wollt ihr von mir? Ich will nur hier an den Strand gehen. Zieht euch, genau. Hier ist ein Verkaufsautomat. Ja, komm, wir brauchen ein neues Pflaster. Was haben wir hier? Irgendwie dasselbe, ne? Na komm. Okay. Sie laufen beide auf mich zu und der eine zieht den Schwanz ein. So ist richtig. So ist richtig. Yeah, Timing perfektioniert, Freunde. Ich weiß jetzt, wann ich sagen soll, dass alles gut ist. Und da oben ist. Wow! Das ist, großartig. Ja, da kommt her. Du bist zwar gerade weggelaufen, aber was soll's. Ups. Nice. 30. Wow, Timing. Das ist nämlich Timing. Seht ihr, so kann ich meine Ulti richtig schnell aufbauen. Das wird richtig nice noch. Dunkle Zwiebel. So, was ist hier los? Eine kurze Erholung im Großstadtdschungel. Wie erfrischend. Ui. Vom Holz können wir gebrauchen. Und du bist... Marine Angemon. Hui, hier ist es schön kühl. Ich fühle wie ein neues Mon. Ernsthaft? Ja gut, dann bleib doch da. Uhu, sieh dir das Wasser an. Entspann dich. Lass all deine Sorgen hinter dir. Yay, ich kann leider nicht ins Wasser. Ich kann nicht schwimmen anscheinend. Schade eigentlich. Dieser Soundeffekt ist noch von damals von Digimon World 1. Lol. Ja gut. Hier dürfte es dann halt nicht mehr. Och, da geht's noch weiter. Wir gucken gleich mal nach Wemon auf jeden Fall, keine Sorge, aber ich würde da erstmal reingucken gerne. Bin zu neugierig, was da hinten ist. So. It's chow time. Eat up. Ich gehe auch gleich wieder zurück. Turmstraße. Welchen Level seid ihr hier so? 23. Was ist hier los? Bitte sprich zuerst mit Nummer 0. Vermute mal, das ist der Grüne.
Hey, hey, ich heiße Gargomon. Du bist ein Mensch, oder? Ich hätte nie gedacht, dass ich hier einen Menschen treffen würde. Ist gefährlich in meiner Nähe, also halt Abstand. Okay, ich vermute mal, wir müssen gegen die Leute kämpfen. Aber jetzt auf jeden Fall noch nicht. Ja, somit sehe ich den einzigen Weg noch darin, zum Logikvulkan zu gehen, weil alles andere ist ein bisschen zu schwer. Der Logikvulkan hält sich noch in Grenzen, muss ich sagen. Das ist der einzige Ort, wo wir vielleicht noch was machen können. Und ich weiß nicht, ob wir das mit den nächsten Digimon schon reißen können, dass wir Level 23er fertig machen können. Das wird sich dann zeigen. Ach, die haben schon Angst vor mir, cool. Vor allem, ich weiß ja nicht, auf welchem Level ich quasi bin, ab welchem Level ich die besiegen kann. Das muss man, glaube ich, alles immer selber testen. Aber Level 8 ist auf jeden Fall schon mal kein Problem mehr. Sag mal nicht für Mails. Wir haben doch Wemon gesehen, der war doch hier am Anfang. WTF. Irgendwo da hinten. Hier war ja, hier ging es zum Logikvulkan, ne? Einige alle, ja. Und ich wette, Freunde, ich wette, Wemon ist nicht mehr da. Doch, Wemon ist da. Toll. Du bist du Stufe 4? Waren hier nicht gerade Stufe 8 da? Ah, dieser Hohlkopf-Togemon. Hey, hör mal. Dieses Togemon ist schrecklich. Es hat sich über meinen Spezialmove lustig gemacht. Behauptet einfach, meinem Spezialmove würde etwas fehlen. Mein Wemon-Kopfstoß ist perfekt. So sieht's aus. Ganz schön gemein, sowas zu sagen, oder? Verwöhnt euch doch wieder, ja? Ne, versöhnt euch. Verwöhnt euch doch wieder. Verwöhnt euch doch wieder. Ist richtig gut, ja. Ist da wirklich nichts zu machen? Machst du dich über mich lustig, hm? Ich hab dir nichts mehr zu sagen, lass mich in Ruhe. Versöhnt euch doch wieder, ja? Du möchtest, dass ich nachgebe? Keine Chance, Kumpel. Nicht die geringste. Ich gehe erst zurück, wenn sich Togemon entschuldigt hat. Togemon sagt, du sollst zurückkommen. Was? Das soll Togemon gesagt haben? Du hast erzählt, was Togemon gesagt hat. Ich will, dass Wemon stärker wird. Das soll Togemon gesagt haben? Aber ich bin wütend geworden und davongestürmt. Ich kann nicht einfach zurück, das wäre schwach. Lass mir ein bisschen mehr Zeit. Ich gehe zurück, wenn ich stärker bin. Aber wie soll ich das nur schaffen? Dein Training ist noch nicht abgeschlossen. Brauchst du einen Trainingspartner? Ich kämpfe mit dir. Im Ernst, klasse! Das ist ja fast, als ob ich einen Rivalen hätte. Also gut, legen wir los. Ich werde stärker, wenn ich mit dir kämpfe. Kampf beginnt. So, Stufe 5. Mechanik ist gut gegen ihn. Oh Mann. Wir werden wohl niemals ein Gleichgewicht finden zwischen stark und schwach. Ah. Das sticht. Der Move ist vielleicht doch nicht ausgereift. Aber dank dir habe ich eine Ahnung, wie ich ihn verbessern kann. Danke. Heißt das, dass wir jetzt dicke Freunde sind? Du kannst Togemon ausrichten, dass ich in die Stadt zurückkomme, um weiter zu trainieren. Danke, Kumpel. Yeah! So, gehen wir zu Togemon. Vielleicht wird er auch kommen und unsere Trainingshalle nochmal verbessern. Das wäre echt eine nice Sache. Ja, lass mich in Ruhe, Mädels. Ich habe zu tun. So, diese Serverwüste, ne? Da, so, ganz ehrlich, die ist verwirrend. Ich muss auf die Karte gucken. Okay, ich muss noch weiter dahin. Irgendwie ist die Taste. PlayStation-Taste seltsam. Ah, sie richtet die Kamera aus. Cool. Oh, es ist dunkel geworden. Jedes Mal irritiert mich das. So, wo bin ich jetzt? Ich bin da vorbeigelaufen. So.
Hoffentlich kommt Togumon auch. Kannst mich gar nicht sehen. Ich muss sowieso auf die Toilette, also. Gerade sehr schlecht. Vielleicht schaffen wir es ja noch zum Logikvulkan. Ich glaube, da war eine Toilette. Das ist der einzige Weg, den ich noch kenne, den wir gehen können. Ah ne, hier war auch eine Toilette, ne? Stimmt. Wimon, wo bist du hin? Ich habe Wimon gefunden. Ah, danke, ich verstehe. Wimon hat ja gesagt, dass es Zeit für mehr Training ist. Aber du hast gewonnen. Wimon ist zwar noch ein Grünschnabel, aber trotzdem, du hast Talent. Das will ich selbst sehen. Kämpfen wir. Okay. Let's fight! Nice. Was soll die Giftwolke? Ich bekomme jetzt die ganze Zeit so viel Schaden? WTF. Gift ist ja mal richtig OP. Gift ist richtig OP, Leute. Krieg ich einfach die ganze Zeit Schaden. WTF. Ich meine, er ist zwar trotzdem gestorben, aber egal. Hm, du bewegst dich gut, ihr seid alle ziemlich stark. Wenn ich trainiere, werde ich stärker und stärker. Ich warte im Trainingsraum der Stadt. Jawohl, noch ein Trainings-Sparing-Partner mehr. Ja, wir gehen schon auf die Toilette. Lass mich in Ruhe, Jungs, ich muss auf die Toilette. Bitte. Musst du da hinten ankommen und liegt eine Banane, die ist ziemlich viel wert. Nein, so kurz, oh, so kurz davor. Na komm. Okay, das war zu spät. Lass doch mal Fallout Boy in Ruhe, ganz ehrlich, der hat euch nichts getan. Ich muss immer raten, wer das ist, weil die halt gleich aussehen im Kampf. Halt, warte! Nein! Zeit für eine Ulti! Er ist schon umgefallen, oder? Ich glaube, der war schon tot. Ja. Ja, du war richtig schön nachgelegt. So, jetzt kacken sie bestimmt auf den Boden. Nice going. Jawohl. Oh, sie haben es geschafft. Geile Nummer. Okay. Ich würde sagen, auf zum Logikvulkan. Wir müssen in den Logikvulkan Stufe 3. Wir können uns in Stufe 1 können wir uns noch locker umsehen, ne? Da sind die Gegner jetzt nicht so gut, die sind stark, ja. Stimmt, das war ja unser Typ, der uns da ein Problem gemacht hat, ne? Ich könnte versuchen, nur mit meiner Ulti zu kämpfen. Ich glaube, im Logikvulkan bräuchte ich Wasser. Wenn ich da mit Eis auftauche. Ach scheiße, ich muss da mit Eis hin, ne? Wenn ich da mit Eis auftauche, bin ich doch am Arsch. Ich spiele zu viel Pokémon, ich weiß. Ich glaube jedenfalls, dass Eis schwach gegen Feuer ist. Warum kann ich es ja nicht mal wissen? Ich brauche so eine Schwäche-Tabelle für Digimon. Oder ich bring's mir selber bei, indem ich einfach ausprobiere. Oh Gott, Gott, Gott. Was ist denn? Wie mache ich dich glücklich? Wie kommst du zu mir? Okay, ich sammle alles ein. Versprochen. Wir haben doch einen Architekten, ne? Bin gespannt, ob sich die Stadt wirklich noch vergrößert, oder ob es so ein kleiner Bereich bleibt. Wir haben irgendein Digi-Zeug bekommen? Hast du jetzt Angst vor mir? Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Ich habe keine Lust, gegen euch alle zu kämpfen. Ihr habt doch nichts drauf. Nice and calm. Na komm. Und vielleicht treffen wir irgendwann ein billiges, kleines Metall-Digimon, gegen das wir immer wieder kämpfen können, damit wir, weiß nicht, ein paar Attacken lernen können. Ja, vielleicht Bock.
Lass mich doch in Ruhe, Mann. Ich höre dich ansatzweise in der Nähe. Oh Gott, ich steck fest. Komm, ich vorbeischleichen. Oh Gott, du bist schnell unterwegs, ne? Na gut, gegen dich alleine kriegen wir das doch auch noch hin. Na, okay. Schade, ich hätte fast schon meine Ulti einsetzen können. Na komm. Ja, es ist Zeit für die Ulti. Ja, machen wir sie. Also ich muss sagen, langsam läuft das, ne? Kann also am Anfang richtig gut mit der Ulti arbeiten. Also nichts Verkehrtes dran. Muss das nur richtig gut timen. Gut. Der Logik-Vulkan, Freunde. Und ich würde sagen, da sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann gucken wir, was wir hier so erreichen können. Vor allem das Lustige ist, vor zwei Folgen haben wir hier aufgehört. Und sind jetzt wieder hier. Bei den komischen Zahlen, die sich verändern. Ich glaube, das ist hier Lost oder so. Ja, gut. Drückt mir die Daumen, dass wir hier irgendwas gerissen kriegen. Wir schauen uns hier jetzt ein bisschen um. Also morgen. Und dann gucken wir mal, ne? Vielleicht finden wir noch eins für Digimon in unsere Stadt, bevor die beiden sterben. Ansonsten, ja. Müssen wir eigentlich hier bis zur nächsten Generation warten. Und dann sind es leider nicht mehr Fallout Boy und Karina. Dann haben wir zwei neue Namen. Und deswegen verabschiede ich mich hiermit. Und wenn ihr euch die Folge gefallen hat, dann drückt meinen Daumen nach oben. Und ich sehe gerade, zum Torweg ist da noch ein Digimon oder ein Ausrufezeichen. Da sollten wir vielleicht nochmal hingehen. Haut rein. Tschüss.